Ich habe ein ganz einfaches Modell zum Thema Belastung und Müssen und Lassen mitgebracht. Und das sieht so aus. Jeder Mensch, das ist ein Mensch, das bist du, hat irgendwo so über sich gedacht eine sogenannte Belastungsgrenze. Und die jenseits dieser Belastungsgrenze, also wenn die, oh, ups, jetzt habe ich es gegen das Mikro gebracht. Bautzt, sorry. Jenseits dieser Belastungsgrenze geht Symptomatik los. Da beginnt es, euch schlecht zu gehen. Da bekommt ihr somatische Beschwerden, zum Beispiel Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörungen, Zähneknirschen, Rückenschmerzen, aber auch, was ich eben schon beschrieben habe, gereizte Stimmungslage, Dünnhäutigkeit, dass ihr beim kleinsten Piep an die Decke gehen könntet. Und ehrlicherweise trifft das ja leider auch oft die Leute, die gar nichts damit zu tun haben, ne? Also welche Art von Reaktion sich zeigt, welche Art von Symptomatik. Es kann auch Bluthochdruck sein, es kann auch Neurodermitis sein. Also oberhalb der Belastungsgrenze geht Symptomatik los. Und ich male jetzt hier mal was drauf. Das sind die sogenannten Stresspäckchen. Und als Stresspäckchen, auch das lasse ich jetzt mal eurer eigenen Interpretation offen, was könnten Stresspäckchen in deinem Leben sein? Erfahrungsgemäß sind Stresspäckchen alles, was du so Tag für Tag machst. Es gibt Stresspäckchen, die sind auch unveränderlich. Ja, also wenn du eine Familie hast und Kinder oder du hast Haustiere, um die du dich natürlich kümmerst oder du hast einen Beruf. Das sind sozusagen Stresspäckchen, die sind ja relativ unveränderlich. Die sind halt da. Dann gibt es schicksalhafte Stresspäckchen. Die baut dir das Schicksal so obendrauf. Waschmaschine geht kaputt, jemand fährt dir hinten ins Auto, der Sturm hat einen Baum in deinen Garten gefegt oder deine Mutter braucht Arztbegleitung, hat einen Schlaganfall. Irgendwas Schlimmes kannst du nicht ändern, ist ein Schicksalsschlag, ist ein riesiges Stresspäckchen, was hier auch drauf kommt. Und jetzt ist aber Folgendes: Diese Stresspäckchen kumulieren sich ja auf und es gibt auch Stresspäckchen. Und darauf möchte ich heute vor allen Dingen mal eure Aufmerksamkeit lenken. Die sind selbstgemacht. Und auch die selbstgemachten Stresspäckchen können einen an oder über die Grenze hinaustragen. Und wie gesagt, das merkt man, wenn man hier unter der Schwelle klebt. Ehrlich gesagt, die meisten Leute spüren das. Am Schlaf, an der Stimmung, wie es einem geht, so, ne? Also, ab hier wird's richtig kritisch. Jetzt ist es aber so, und das sagen große Krankenkassenstudien, jeder dritte Mensch fühlt sich so, fühlt sich belastet, fühlt sich überhaupt nicht gut alltagstauglich im Moment. Und das finde ich schon ein alarmierendes Signal, ne? Also das ist jetzt natürlich auch durch die ganzen Situationen, so Stresspäckchen auch, die uns natürlich auch beschäftigen, ne? Sorgen und Gedanken. Da kommen wir ja an unserem dritten Termin zu, vor allen Dingen um das ganze Kopfkino, ne? Aber Stresspäckchen können alles Mögliche sein. Heute würde ich aber für die Menschen mit den hohen Ansprüchen, dem großen Perfektionismus und auch dem starken Verantwortungsbewusstsein mal den Blick auf die selbstgemachten Stresspäckchen lenken. Selbstgemacht oder selbst aufgepumpt. Ich habe gerade, ich glaube, gestern war es, noch eine E-Mail bekommen von einer Frau, die mir geschrieben hat, sie ist gerne eigentlich Gastgeberin. Aber, und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, sie hat sich da in so eine Spirale reingejazzt mit so einem Freundeskreis. Die laden sich immer gegenseitig ein und das hatte irgendwie mal ganz lustig begonnen, so perfektes Dinnerartig. Aber könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist? Die haben sich da so reingeschraubt, dass es immer perfekter und noch besser werden musste und die Wohnung noch durchgestylter und noch ein Hors-d'oeuvre und noch ein Cocktail und noch dies, das, das, die farblich abgestimmte Deko. Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie das manchmal so gehen kann und wie wir selber ja daran beteiligt sind, zu sagen, das könnte noch ein bisschen besser sein und es könnte noch ein bisschen besser sein und noch ein bisschen perfekter. Und das ist im Grunde ein Fass ohne Boden. Daran ist man selber beteiligt, man hat es selber aufgepumpt und ein Stopp, an dem es nicht noch irgendwie
besser ginge, gibt es ja im Prinzip gar nicht. Aber jetzt überlegt euch mal, ihr seid ja eh schon vielleicht eben relativ nah an der Schwelle, was sowas bedeutet, wenn man vielleicht sogar in alltäglichen Situationen, in denen es überhaupt gar nicht so drauf ankommen würde, das betreibt. Also das ist einfach ein Stressherd Nummer eins. Und diese unnötig draufgepackten oder aufgepumpten Stresspäckchen, das ist etwas, was ihr vielleicht selbst in der Hand habt. Und ich weiß nicht, ob ihr das teilen könnt. Ihr werdet lachen, aber zu der Zeit, als ich so aussah und es mir so ging, ratet doch mal, wer da beim St. Martinszug immer noch an der Seite lang gegangen ist als Ordner, wer noch gesagt hat, klar, Elternpflegschaftsvorsitzende, sicher, mache ich gerne. Wer aber auch in der Praxis selber die Fenster geputzt hat, weil ich dachte, ich kann ja Fenster putzen. Na, na klar, mal eben Fenster putzen kann ich, kannst du, kann jeder. Ne? Also ich habe so sehr mir Stresspäckchen noch draufgepackt und noch draufgepackt, das war echt nicht feierlich. Und das ist sozusagen meine erste Ermunterung für heute. Beobachte mal, wenn du unter einem starken Druck stehst, welche Stresspäckchen kumulieren sich jetzt gerade da auf in meinem Leben, aber welche davon sind vielleicht gar nicht nötig. Sisu, hatte ich gesagt, steht für Ruhe im Kopf und eben auch die Fähigkeit, den Fokus auf die richtigen und die wichtigen Dinge zu legen. Was ist relevant? Was ist jetzt dran? Wer fordert was? Und was bin ich vielleicht selber? Wo kommt mir mein eigenes Ego in die Quere? Wo meine ich, was machen zu müssen und so weiter? Also das zu erkennen und Klarheit darüber zu gewinnen und das aus dem Unbewussten, wo es die ganze Zeit Wirkung entfaltet, ins Bewusstsein zu holen, um es dort bearbeiten zu können. Das ist sozusagen der erste und der aller wichtigste Schritt. Also alles, was du tust, ist wahrscheinlich ein kleines Stresspäckchen. Schau es dir an, ob es ein kleines Stresspäckchen einfach sein darf oder ob du es künstlich aufgepumpt hast. Die Bewusstwerdung darüber, das ist das ganz, ganz Wichtige.